Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Dienstag hier bei Ihrem BLK-TV. Ein Festwochenende stand am Wochenende in Lützen an. Der Anlass 130 Jahre Feuerwehr. Na, und wenn das kein Grund zum Feiern war. Der Startschuss für die Feierlichkeiten fiel bereits am Freitagnachmittag. Und genau da sollte es schon eine erste große Überraschung geben. Herr Weiß, 130 Jahre Feuerwehr hier in Lützen. Das ist eine tolle Zahl, ne? Das ist eine tolle Zahl. Als ich vor 5 Jahren ins Amt gekommen bin, war eins meiner ersten, ich sag jetzt mal, Amtshandlungen, 125 Jahre Feuerwehr. Und in der Zwischenzeit ist viel passiert, 5 Jahre. Man ist älter geworden, man ist weiser geworden. Und wir hatten Corona, wir hatten Stürme. Ja, und ich denke, heute 130 Jahre ist ein würdiger Anlass, wieder zu feiern. Und ich bin meinen Kameraden und der Freiwilligen Feuerwehr unendlich dankbar, was sie in den letzten 5 Jahren geleistet haben. Was zeichnet eigentlich die Lützner Feuerwehr aus? Also ich selber wurde schon von meinem Vater mit zur Feuerwehr genommen, wo ich noch in den Kinderschuhen gesteckt habe. Habe damals das 100-jährige 93 bei meiner Mutter auf dem Arm verbracht. Habe da schon die ersten Eindrücke gesammelt. Und ja, was zeichnet die Feuerwehr Lützen aus? Dasselbe, was jede Feuerwehr auszeichnet. Und für meine Kameraden gesprochen, ich sage immer, einer von uns kann das leisten, was woanders vielleicht 2 oder 3 Mann machen. Also diese, ja, ich bin erschöpft, aber ich leiste trotzdem noch was und das zeichnet uns eigentlich aus. Und wir sind eine tolle Truppe und genau, das ist eigentlich so das A und O bei uns, sage ich mal. Genau. Ich persönlich wünsche mir, dass wir die Kameradschaft, die wir jetzt über die Jahre aufgebaut haben, so halten können. Ich wünsche mir eine weiterhin so gute Zusammenarbeit mit unserem Bürgermeister, mit unserer Stadtverwaltung. Was ich mir auch noch wünsche, wir müssen einfach schauen, dass wir auf den guten Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, auch bleiben. Wir müssen kontinuierlich unseren Fuhrpark erneuern. Wir müssen an gewissen Punkten angreifen, wo wir vielleicht noch etwas hinterherhängen. Aber ich denke schon, mit Kameradschaft und einer guten, offenen Zusammenarbeit kann man das alles erreichen, was wir uns vorstellen. Unsere Kameraden sind für unsere Bürgerinnen und Bürger da. Und dort wünsche ich mir mal, weil ich das selber manchmal merke, ich will nicht sagen, die Akzeptanz ist schön da, aber manchmal für das eine oder andere, was unsere Feuerwehrkameraden auszeichnet und auch leisten, ein bisschen mehr Verständnis. Und wenn man natürlich dann auch in der Zeitung liest, eine Sirene ist so laut, dann weiß ich nicht, ob man das überbewertet. Es klingt zwar lächerlich, aber wenn man sich in die Situation der Kameraden versetzt und solche, ich sag das jetzt mal, Schlagzeilen liest, dann trägt das nicht, ich sage mal, zu dem bei, dass das Verständnis das ist, was sich die Kameraden wünschen. Und dort würde ich mir aus der Bevölkerung das ein oder andere vielleicht auch mal, wenn so ein Artikel geschrieben wird, als Lesermeinungen gerne wiederfinden, dass dies nicht in der ganzen Bevölkerung so wahrgenommen wird, sondern dass die Feuerwehr wahrnimmt, das sind Einzelmeinungen. Und das ist nicht das Gros der Bevölkerung, sondern ich denke, das Gros der Bevölkerung steht hinter unseren Wehren. Und das ist wichtig, dass die Feuerwehr das wahrnimmt. Und ja, ich bringe es auf den Punkt. Wir unterstützen, wo wir können. Sicherlich ist das auch immer eine finanzielle Sache. Wir wissen, dass wir über Jahre, ich will nicht sagen, den Fuhrpark vernachlässigt haben. Aber natürlich, auch wegen der finanziellen Situation, das ein oder andere uns nicht leisten konnten, wir Prioritäten gesetzt haben. Aber irgendwann muss man es angreifen. Und wenn wir es jetzt nicht machen, vor uns hinausschieben, bringt niemandem was. Die Situation wird immer schwieriger. Und deshalb müssen wir es gemeinsam mit den Kameraden angehen. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Ja, und dann begannen die Feierlichkeiten. Und die Spannung stieg. Was dann kam, war ein bewegender Moment. Für groß und klein. Ja, also meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden, sehr verehrte Gäste, liebe Jugendfeuerwehr, liebe Kinderfeuerwehr. Heute beginnen wir unser 130-jähriges Jubiläum hier in Lützen mit einer ganz besonderen Sache, die es so bei uns noch nie gab.
erst ausreden lassen. Und zwar mit der Übergabe eines neuen Einsatzfahrzeuges. Ja, jeder, der aufgepasst hat, der wundert sich. Da stand vor ein paar Wochen schon mal da und hat ein neues Fahrzeug eingeweiht. Warum geht das bei uns in Lützen so schnell? Ja, weil nicht nur die Kameraden gewillt sind, sondern auch die Stadt mitgespielt hat. Da kann man ganz schnell ganz große Sprünge machen. Da sind wir stolz drauf. Und deswegen für euch die Überraschung heute. Ihr bekommt euer eigenes Einsatzfahrzeug, mit dem ihr in Zukunft bei euren Ausbildungsdiensten arbeiten könnt. Ihr könnt spielen, Spaß haben damit. Ich hoffe, ihr freut euch genauso, wie ich mich gleich drüber freuen werde. Die finanziellen Mittel wurden durch den Feuerwehrverein und durch die Stadt Lützen bereitgestellt. Bevor die Kinder ihr Einsatzfahrzeug in Beschlag nehmen konnten, gab es für sie noch Gottes Segen. Neuen Gerät Gottes Segen zusprechen, das ist, Gottes Segen ist Rückenwind, wenn man die Motivation schief hängt, oder auch sein Schutz, dass ihr euch möglichst wenig die Finger klemmt an den Schrauben und was da so passieren kann und anderes, damit er seine Hände über euch hält. Dann nahmen die Kinder ihr Fahrzeug in Besitz. Und was sah man? Strahlende Kinderaugen und eine unbeschreibliche Faszination. Kurzum, sie waren stolz und glücklich. Und das waren auch die Kameraden und Kameradinnen. Denn ohne ihr Engagement hätte es diesen Moment nicht gegeben. Am Samstag sah man beim Festumzug dann auch, wie groß der Zusammenhalt untereinander bei den Feuerwehren ist. Und wir alle sollten dankbar sein, dass die Kameraden und Kameradinnen, wenn wir Hilfe brauchen, für uns da sind. Der Synthenics MBC startet die kommende Saison mit einem neuen Trainer. Dazu mehr jetzt in unseren aktuellen Meldungen aus unserem Burgenlandkreis. Synthenics MBC mit neuem Trainer. Nachdem der Ex-Wolf Ingo Freier den MBC in den letzten Wochen vor dem Abstieg bewahrt hat, ist seine Zeit an der Saale schon wieder zu Ende. Der Verein hat Petra Krunic als neuen Head Coach vorgestellt. Der 55-jährige Bosno-Serbe ist im Wolfsbau kein Unbekannter. Bereits 2015 und 2016 stand Krunic bereits an der Seitenlinie. Unter seine Amtszeit fällt auch der Heimsieg gegen den FC Bayern Basketball. Daneben coacht er auch bei den Telekom Baskets Bonn und den EWE Baskets Oldenburg. Mit den Oldenburgern wurde er 2009 auch deutscher Basketballmeister. Mit dem Amtsantritt von Krunic ist auch die Amtszeit von MBC-Hero George Pantelic beendet. Der Verein ersetzt den Assistant Coach durch den Japaner Tomoaki Ikegaya. Dimitrios Antoniadis bleibt weiterhin Assistenztrainer. Gute Ausbildungsplätze gesucht. Viele Handwerksbetriebe bilden kontinuierlich Azubis aus, begleiten sie durch ihre Ausbildung und setzen sich damit nachhaltig für die Fachkräftesicherung und die hohe Ausbildungsqualität im Handwerk ein. Mit der Auszeichnung Top-Ausbildungsbetrieb ehrt die Handwerkskammer Halle das Engagement von Unternehmen. Vorschläge für hervorragende Ausbildungsunternehmen können noch bis zum 30. Juni eingereicht werden. Die ausbildenden Mitgliedsbetriebe der Handwerkskammer Halle können sich direkt bewerben oder von anderen Betrieben, eigenen Auszubildenden und Handwerksorganisationen vorgeschlagen werden. Bewertungskriterien sind beispielsweise Förder- und Unterstützungsleistungen, Zusatzangebote für Auszubildende und Ausbilder, aber auch Kooperationen mit anderen Lernorten.
Vorschläge können bei der Handwerkskammer Halle online bis zum 30. Juni eingereicht werden unter der Adresse hwkhalle.de/top-ausbildungsbetrieb. Höchste Waldbrandstufe. Seit dem Wochenende gilt im Burgenlandkreis die höchste Waldbrandstufe 4. Damit gelten folgende Regeln. In Wäldern dürfen die Wege und Straßen nicht mehr verlassen werden. Das Wegwerfen von brennenden und glimmenden Gegenständen in freier Landschaft und Straßen ist untersagt. Das gilt besonders auch für Zigarettenkippen, die aus fahrenden Autos geworfen werden. Das Rauchen in Wäldern und offene Feuer in einem Abstand von weniger als 30 Metern zum Wald sind verboten. Ebenso ist das Gefährden von Beständen und Einrichtungen der Land- und Forstwirtschaft, wie zum Beispiel Strohdiemen, reife Erntebeständen oder trockenen Hecken, durch Rauchen verboten. Gute zum 18. Sei nicht traurig, freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Fitness gibt ein gutes Gefühl, aber es fehlt die richtige Motivation? Wir haben sie. Sie erhalten einen Zuschuss von 100 Euro für Ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Damit fällt es leicht, regelmäßig etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Abrechnen können Sie diese Mehrleistung ganz einfach über Ihr gesundes Konto. Dort finden Sie auch viele weitere Zuschüsse der AOK Sachsen-Anhalt. Aufgrund der hohen Salzproduktion gegen Ende des 18. Jahrhunderts gab es zahlreiche Beschäftigte im Saline-Bereich in Bad Kösen. Unter ihnen entstand der Wunsch, alljährlich ein Fest zu feiern. 1817 fand es erstmalig mit Freibier in der Saline-Verwaltung statt. In diesem Jahr feierte man zum 204. Mal die Entdeckung der Solequellen. Dem Karnevalverein, dem Heimatverein. Die Bad Kösener Sohle hat es in sich. Das durfte auch der Landrat am Wochenende am eigenen Gaumen spüren. Doch nicht nur trinken kann man sie. Die meisten kennen das Gradierwerk und die heilende Wirkung der salzigen Luft. Im 18. Jahrhundert wurde in Kösen die Sohle entdeckt und seitdem gefördert. Maßgebend daran beteiligt war der Bergrat Burlach, ein Dresdner, der ihn hier veranlasst hat, den schon einmal angefangenen Schacht tiefer abzuteufen und in ungefähr 160 Meter Tiefe dann wirklich auf eine verwendbare Sohle gestoßen ist, die es dann ermöglicht hat, anhand der Schüttung und anhand der Konzentration hier ein Salzwerk zu etablieren. Für Kursachsen, das war damals mal Kursachsen, war das wichtig gewesen, weil man versucht hat, hier im eigenen Land Kochsalz, also Speisesalz herzustellen, um dann von der Abhängigkeit von den Halloren Halle unabhängig zu werden und natürlich mit dem wirtschaftlichen Hintergrund auch entsprechend Geld einzusparen. Und dadurch, dass das die Lebensgrundlage der damals vielleicht 300 Einwohner hier gewesen ist, beziehungsweise überhaupt erst einmal das Dorf weiterentwickelt hat, hat man dann zu seinen Ehren diesen Schöpfakt nochmal gemacht. Ursprünglich dann ab 1817. War das erste Mal ein Fest nur für die Mitarbeiter der Saline, also für die Salzknappen und für die Beamten. Und ab 1825 wurde das dann eine Art Volksfest, wurde dann immer begangen zum Geburtstag des preußischen Königs, nachdem wir Preußen geworden sind. Und dann hat sich diese Tradition dann fortgesetzt mit allen Höhen und Tiefen, die es so die letzten 200 Jahre in sich hatte. Für die Bad Kösener und ihre Gäste wurde der Schöpfakt auch in diesem Jahr wieder dargestellt. Gesegnet sei dadurch die Mühe und die Arbeit, durch welche das edle Gewürz der Erde und dem Wasser abgewonnen wird. Gebt frei die Sohle, schöpft des Salzes Kraft. Wir übergeben die Sohle zum Wohle der Menschheit. Sehr so gut. Inzwischen ist das Brunnenfest eine feste Tradition. Mittlerweile seit über 200 Jahren, ich glaube das 204. Brunnenfest, was hier gefeiert wird,
Seit über 200 Jahren wird ja hier in Bad Gösen-Sohle gefördert und seit 204 Jahren traditionell jedes Jahr das Brunnenfest gefeiert. Und das ist eigentlich seit vielen Jahren immer das erste Wochenende im Juni. Es ist ein Stadtfest der Stadt Bad Gösen als solche, schon seit fast Bestehen des Brunnenfestes. Und im Rahmen des Zusammengehens mit Naumburg hat die Stadt Naumburg natürlich auch einen erheblichen Anteil mit an der Organisation und natürlich dann auch der Verein, der Heimatverein und noch ein paar wie die Trachtengruppen, die sich dann hier präsentieren in Gewändern aus der Biedermeierzeit als erste Kurgäste. Genauso wie hier der Dr. Hufeland, Leibarzt des preußischen Königs, der hier dem Ort 1825 zu seinem Besuch eine blühende Zukunft vorausgesagt hat und natürlich das ganze Berliner Publikum dann hier in Gösen erschienen ist, um zu kuren. Weiter geht es mit den guten Geistern von Bad Gösen. Hier sehen Sie den Komponisten Franz Kugler. Er schrieb 1826 auf der Rudelsburg das Lied an der Saale Hellen Strande. Zwar hat Herr Kugler nicht direkt etwas mit dem Brunnenfest zu tun, aber er hat als seiner Zeit als Rockstar mit diesem Lied stark dazu beigetragen, dass Bad Gösen heute so berühmt ist. Applaus, Applaus! Alle kommen zum Brunnenfest dabei, ja, die Sohle macht uns rein. Natürlich alle gern willkommen. Wir stehen ja direkt an den Reha-Kliniken, an der Reha-Klinik 1. Sind natürlich, wie Sie ja sehen, sind Patienten hier mit da und Gäste natürlich. Der klassische Kurgast in dem Sinne, wie wir das in DDR-Zeiten kennen, das gibt es ja so nicht mehr, ja, leider. So, aber trotzdem sind ja Bad Gösen, wir liegen ja sehr zentral, wir sind in Mitteldeutschland. Ja, wir sind ja zwischen Weimar und Leipzig, liegen wir irgendwann in der Mitte. Wir haben viele Gäste aus Jena und Umgebung und die uns jedes Wochenende besuchen. Natürlich kommen die gerade an so ein Brunnenfestwochenende gern. Ab Freitag, liebe Zuschauer, erwartet Sie ein tolles Wochenende beim Borauer Teichfest. Und das verspricht schon mal viel Spaß. Näheres dazu, natürlich noch weitere Veranstaltungen, haben wir in unseren Veranstaltungstipps für Sie. Begeben Sie sich auf eine Reise in die Jungsteinzeit und lernen Sie das Leben der ersten Bauern und einen ganz besonderen Ort kennen. Die Kreisgrabenanlage von Goseck. Vor etwa 7000 Jahren haben sich die Menschen dort zu bestimmten Zeiten versammelt, Feste gefeiert und Rituale zelebriert. Die Anlage ist nicht nur archäologisch, sondern auch astronomisch interessant. Ab Freitag erwartet Sie ein tolles Wochenende beim Borauer Teichfest. Mit vielen Highlights ist für jeden was dabei. So können Sie unter anderem am Freitag am traditionellen Fackelumzug teilnehmen oder genießen am Samstag ein buntes Programm inklusive dem lustigen Badewannenrennen. Zum Abschluss bringt dann eine Lasershow am Teich alle Besucher zum Staunen. Am 17. Juni 1953 demonstrierten und streikten in mehr als 700 Städten der DDR hunderttausende Menschen für soziale Verbesserung, demokratische Rechte und Freiheiten. Auch in Weißenfels kam es zu Demonstrationen und Streiks. In der Präsentation berichten 5 Zeitzeugen über ihre persönlichen Erlebnisse. Ott Retina stellt und beantwortet die Frage, was bedeutet es, in dieser Zeit zu leben? Die aus mehreren Ländern stammenden Malerinnen und Maler verwenden alle die gegenständliche Kunst als ihr primäres Ausdrucksmittel. Die alte Nudelfabrik freut sich, Ott Retina zu präsentieren. Eine Ausstellung, die globale Kunstszene nach Zeitz bringt. Ab 11 Uhr können die Gäste den Verbandstag mit Jugendstadtfete an der Rollschuhbahn sowie den Tag der offenen Tür an der neuen Feuerwehr genießen. Feuerwehressen aus der Gulaschkanone und Überraschungen runden den Tag ab. Theater. Ob nun wenige Personen oder ein großes Ensemble, sie alle werden von der Vision geleitet. Zuschauer in andere Welten und andere Zeiten eintauchen zu lassen. Vom Hoftheater auf Schloss Moritzburg bis zum Theater im Kapitol Zeitz. Von der einzelnen Aufführung bis hin zur Gründung von Theatergruppen und Vereinen. Schauen Sie, wie alles begann und wie die Kulturlandschaft in Zeitz sich heute präsentiert. Ein Projekt des Jugendtheaters Carambolage, des Theaterpädagogischen Zentrum Zeitz Triton e.V.
Sehr viele Unternehmen suchen seit Jahren nicht nur Mitarbeiter, sondern sie suchen auch junge Menschen, die eine Ausbildung im Unternehmen machen möchten. Wie zum Beispiel die Naumburger Bauunion. In diesem Jahr ist man hier im Unternehmen über den Stand sehr froh und glücklich. Sah es doch in den vergangenen Jahren noch ganz anders aus. Tatsächlich sind wir in diesem Jahr recht gut aufgestellt, da wir auch überall unterwegs waren. Also man muss wirklich was tun. Die Auszubildenden kommen nicht einfach zu einem. Man muss wirklich bewusst in die Schulen gehen, ansprechen. Wir gehen auf Ausbildungsmessen und stellen uns vor, zeigen, was wir machen, was wir tun. Und man muss wirklich mehr tun als früher. Es ist nicht so, dass einem die Bewerbungen entgegengeflattert kommen. Und wenn man sich jetzt hier bewerben will, was steht im Angebot? Also wir bilden aus, vor allem im Baubereich Tiefbaufacharbeiter. Das geht 2 Jahre und dann kann man noch ein Jahr dranhängen, da ist man dann Straßenbauer. Oder auch Maurer, Baugeräteführer, bilden wir auch aus. Da ist die Schule in Meiningen, da schlafen dann die Auszubildenden auch dort. Aber das ist meistens auch eine gute Zeit für die. Kommen Sie mal raus. Land- und Baumaschinenmechatroniker, Baustoffprüfer, Vermessungstechniker, Industriekaufleute und Kaufleute für Bürokommunikation im Büro. Und dann duales Studium bieten wir noch an im Bauingenieurwesen. Dann macht man nebenbei noch eine Ausbildung oder alles zusammen eine Ausbildung, dann noch zum Straßenbauer oder zum Maurer. Das kann man sich dann aussuchen und hat dann aber nach 4,5 Jahren einen Bachelor auch mit. Dann haben wir Betriebswirtschaftslehre, haben wir auch einen. Und Bachelorstudiengang Vermessung und Geoinformatik haben wir auch eine Auszubildende in die Richtung. Meine Frage, wenn jetzt Bewerber kommen, die von weiter her kommen, kann ja sein, also ja, die hier nur nicht das Elternhaus noch haben oder wo sie wohnen können, wie könnt ihr da unterstützen? Also erstmal können wir schauen, was möchte er machen. Bei den dualen Studium ist es sowieso so, die sind meistens in Leipzig oder wie der Herr Bach zum Beispiel in Dresden. Die werden sich dort sowieso eine Wohnung oder ein Wohnheim suchen müssen. Das geht da gar nicht anders. Und ansonsten haben wir die meisten tatsächlich aus der Umgebung. Ja. Und die müssen dann ja als Baugeräteführer zum Beispiel auch nach Meiningen und dort übernachten. Und da gucken wir schon, dass wir die Auszubildenden unterstützen. Das gibt es auch ein Wohnheim, also das ist immer alles gesichert. An ihrer Seite stand Thomas Bach. Er ist seit 2021 hier im Unternehmen. Hat er den Schritt das eine oder andere Mal vielleicht schon bereut? Auf keinen Fall, es macht mir sehr viel Spaß. Ich verstehe mich auch auf der Baustelle sehr gut mit den Leuten und es ist einfach toll hier. Könnten Sie praktisch anderen jungen Leuten das wirklich ans Herz legen und empfehlen? Auf jeden Fall. Also vor allem der duale Studiengang, man lernt einerseits die praktischen Sachen auf dem Bau und kann sie dann direkt in der Theorie anwenden. Es fällt einem dadurch viel leichter. Da wünsche ich mir alles Gute. Dankeschön. Ja, nochmal zu Ihnen zu kommen. Es ist einfach mit den Bewerbungen, ne? Nur anschreiben, anrufen und Sie leiten alles weiter? Ich bearbeite die selbst und per E-Mail kommen die meisten Bewerbungen rein und das ist auch eine gute Variante. Also per E-Mail ist völlig, wir nehmen natürlich auch in Briefform und wie auch immer. Wir nehmen dann alles an, wir schauen uns jeden an. Und was uns ganz wichtig ist, vielleicht mal ein Praktikum machen. Mal reinschauen in den Beruf. Wir lernen dann die zukünftigen Auszubildenden kennen und die lernen uns kennen. Also das ist immer die beste Variante. Wir haben auch einige Auszubildende, die haben vorher schon mal ein Praktikum bei uns gemacht. Ja, die Auszubildenden oder die jungen Leute, die sich dann hier bewerben. Sind das nur junge Männer? Für den Bauberuf sind es tatsächlich fast nur junge Männer. Aber wir haben jetzt eine Vorstellung gemacht an einer Schule in Treusig und da waren meistens Mädchen, die sich da interessiert haben mit dem Baugeräteführer, die dann auch mal, wir hatten da einen kleinen Bagger mit, haben uns da vorgestellt, haben das auch mal ausprobiert und tatsächlich haben wir eine junge Frau als Bewerberin bekommen, die hat heute ein kleines Praktikum gemacht und dieser jungen Frau werden wir jetzt auch einen Ausbildungsvertrag anbieten. Ja, das ist ja eigentlich Ansporn für alle anderen Mädchen. Absolut. Da kann man nur weiterhin viel Erfolg wünschen und dass es auch im kommenden Jahr weiterhin so gut läuft mit der Ausbildung zu Fachkräften.
Jetzt. Jetzt. Bei Radio Saalewelle. Bevor wir zum Sport kommen, sehen Sie jetzt erst einmal im zweiten Teil unserer Kurznachrichten weitere Meldungen aus unserem Burgenlandkreis. Arbeitslosenquote im Landkreis sinkt. Im Mai waren 6.293 Frauen und Männer von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 183 Arbeitslose weniger als vor einem Monat. Im Vergleich zum Vorjahr sind gegenwärtig 948 Frauen und Männer mehr arbeitslos gemeldet. Das macht ein Plus von 17,7%. Die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, sinkt auf 7,1%. Der Bestand der Arbeitslosigkeit von Jugendlichen unter 25 Jahren geht um 11 Personen zurück auf 648. Dies entspricht einem relativen Anteil an allen Arbeitslosen im Burgenlandkreis von 10,3%. Dies meldet die Bundesagentur für Arbeit in ihrem monatlichen Bericht. Aktuelle Verkehrsmeldungen aus dem Kreis. Die Kreisstraße K2223, freie Strecke zwischen Wetterzeube und Dreußig, wird in der Zeit vom 5. Juni bis voraussichtlich 7. Juli wegen Neuverlegung einer Trinkwasserleitung halbseitig gesperrt. Die Regelung des Verkehrs erfolgt hier durch eine Ampelanlage. Und jetzt noch eine Korrekturmeldung. Die ursprünglich für den Zeitraum vom 5. Juni bis 28. Juni 2024 gemeldete Vollsperrung der Kreisstraße K2189 Ortsdurchfahrt Lützen Schweswitzer Straße verschiebt sich in den Zeitraum vom 14. Juni bis voraussichtlich 28. Juni des nächsten Jahres. In der Weißenfelser Ortschaft Großkorbeta ist die Friedensstraße auf Höhe der Grundschule vom 5. bis 17. Juni halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird auf Sicht geregelt. Eine Umleitung ist nicht vorgesehen. Die Bushaltestelle vor Ort wird barrierefrei ausgebaut. Auf der Seite der Haltestelle kann in dem benannten Zeitraum auch der Gehweg nicht benutzt werden. Kein Wohngebiet auf Garagenhof. Die Garagenanlage am Storchennest in Weißenfels-West wird nicht wie geplant zu einem neuen Wohngebiet entwickelt. Die Ergebnisse eines Bodengutachtens schließen dieses Vorgehen aus. Der Weißenfelser Stadtrat hat nun stattdessen beschlossen, dass die Stadt Verkaufsverhandlungen mit einem örtlichen Investor aufnehmen soll, der bereits schriftlich sein Interesse an dem Grundstück bekundet hat. Der Unternehmer möchte den Garagenhof auf eigene Kosten beseitigen und an gleicher Stelle Garagen unterschiedlicher Größe errichten. Auch für Wohnmobile sind Unterstellmöglichkeiten geplant. Zudem sollen die Garagen mit Ladestationen für E-Mobile, sogenannten Wallboxen, und Photovoltaikanlagen auf den Dächern ausgestattet werden. Eine Entwässerungsanlage mit Regenrückhaltung ist ebenfalls vorgesehen. Aufgrund des baulichen Zustands des Komplexes und des komplizierten Untergrundes bieten die Investoren nun einen symbolischen Kaufpreis. Die Stadträte haben Oberbürgermeister Martin Papke zudem beauftragt, per Umfrage das Interesse der aktuellen Garageneigentümer an Mietgaragen, Mietstellplätzen und allgemeinen Stellplätzen zu ermitteln. Bei Bedarf sollen vor Ort zusätzliche öffentliche Stellplatzangebote geschaffen werden. Der Garagenhof ist sanierungsbedürftig. Die Verkehrssicherheit ist aufgrund zahlreicher Kanaleinbrüche und Fahrbahnsenkungen ungenügend.
Die rechtlichen Regelungen des Schuldrechtsanpassungsgesetzes verpflichten die Garageneigentümer zur Übernahme der Kosten für den Abriss der Garagen. Schon mit dem Plan der Entwicklung einer Wohnsiedlung verfolgte die Stadt Weißenfels das Ziel, die Eigentümer von diesen Kosten freizustellen. Dies soll nun auch mit dem Verkauf des Grundstückes an einen Investor gelingen. Am Wochenende rollte er wieder, der Ball, allerdings nicht mehr in allen Ligen. Wir haben die Ergebnisse der Sportansetzungen vom Wochenende in unserem Sportblick für Sie aufbereitet. Der Sport im BLK-TV wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Burgenlandkreis, Ihrem kompetenten Partner in allen Geldangelegenheiten. Sparkasse, gut für die Region. In der Fußball-Oberliga Süd endete am Sonntag die Begegnung für die SG Union Sandersdorf gegen Blau-Weiß-Zobau mit 5:4. In der Landesliga Süd unterlag der SC Naumburg zu Hause mit 1:2 dem SV Eintracht Blütchendorf. Die Kicker vom 1. FC Zeitz mussten beim SV Kelbra eine 0:3 Niederlage hinnehmen. Und Rot-Weiß-Weißenfels unterlag auf heimischen Rasen mit 2:3 der Mannschaft vom SSV Landsberg. In der Landesklasse 7 kam es zu folgenden Ergebnissen: SV Spora gegen ESG Halle 1:3, VfB Nessa gegen RSK Freiburg 2:3, SV Wacker Wengelsdorf trennte sich zu Hause mit einem 1:1 vom TSV Leuna. Und die Kicker von der SG Blau-Weiß Bad Kösen unterlagen mit 2:3 bei der SG Einheit Halle. BSC Laucha fuhr auf heimischen Rasen einen 2:0 Sieg gegenüber der Mannschaft vom SV Bronsbedra ein. Und die Mannschaft vom ESV Herren Gossestedt unterlag am Ende der Partie 1:5 bei der SG Sperrgau. Der Sport im BLK-TV wurde Ihnen präsentiert von der Sparkasse Burgenlandkreis, Ihrem kompetenten Partner in allen Geldangelegenheiten. Sparkasse, gut für die Region. Und das war es auch schon wieder für heute. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal eine schöne Woche. Am Freitag erwartet Sie hier mein Kollege Thomas Scheidt. Machen Sie es gut. Tschüss.